Ja, wir versuchen uns nicht zu erschrecken. Ich habe eigentlich schon die Challenge verloren. Ich habe heute früh meine Freundin gesehen. Und ich war noch so im Halbschlaf. Und ich dachte, alles klar, die Toten sind unter uns. Und dann hat sich das aufgeklärt. Ach, das ist so eine lange Geschichte. Habe ich ein paar Prügel bekommen und dann war alles wieder gut. Aber das zählen wir jetzt nie rein, ne? Weil das passiert immer jeden früh. Hallo Leute, was geht? Heute gibt es den dritten Teil. Ist auch immer gut, muss man dazu sagen. Man ist richtig gut, wenn man hinschreibt, bei einem Video, wo es darum geht zu erschrecken, dass es Jumpscares geben kann. Danke. Willst du mir gleich sagen, was jetzt alles kommt, dass ich mich schon vorbereiten kann? Also, da muss man doch mal nachdenken, ein bisschen. Hallo Leute. Krieg so einen Hals bei solchen Menschen. So, ey, Hals. Gut, jetzt fangen wir an. Ja, komm, Marine. Bei kommt mein Lohn, da erschrecke ich mich wieder. Das ist einen halben Tag drauf, weißt du, und dann ist leer. Ja, mein Gott, John Wayne Gacy. Das ist ein echtes Video, ne? Ey, danke, TikToker. Danke, dass du den Pfeil dahin gemacht hast. Hättest du den Pfeil nicht dahin gemacht, ich habe die ganze Zeit da oben die gelbe Decke betrachtet. Muss ich wirklich sagen, ich bin, also danke. Danke, wirklich, ich hätte den Typen nicht gesehen. Danke. Super. Ist das nicht von Paranormal Activity, den Teil, den niemand kennt? Tokio? Ich weiß, den kennt kein Schwein, aber ja, es gibt einen Tokio-Teil. Da ist die Schwester von ihm, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es der Teil ist, die sitzt im Rollstuhl, ne, und die werden dann vom Geist halt gejagt. Und er wollte halt die ganze Zeit Aufnahmen machen, ich weiß gar nicht wieso, und dann dadurch hat er das dann aufgenommen. Total scheiße erklärt. Hör auf zu erklären, du Vogel. Ja, Stuhl ist weg, ne? Kauft man sich halt einen neuen. Also, ist jetzt nie so erschreckend. Klar ist erschreckend, dass der Stuhl weg ist, aber mein Gott. So ein Stuhl kostet keine Welt. Brauchst du Geld für einen Stuhl? Ich überweise dir was. Kein Ding. Das war der Wind. Das war definitiv der Wind. Das kann man erklären. Das ist ein nackter Mann. Hat nichts mit Tokio zu tun. Also das ist aber nur jetzt noch... Ich habe gerade die übelste Angst. Ich habe so ein paar Szenen... Das ist ein nackter Mann, glaube ich. Ich habe ein paar Szenen... Nee, ich glaube eine Unterhose hat er sogar an. Also zum Glück. Ich habe so ein paar Szenen gesehen, aber die liefen nie auf YouTube. Die liefen auf Hub. Irgendwas am Ende stand der Hub. Keine Ahnung. Kann ich... Also solche Videos kenne ich und jetzt geht's dann los, ne? Auenland. Schön. Ich will so gerne in so einer Hütte leben, die in so einen Berg reingearbeitet wird. Boah, da kenne ich sogar, ich glaube, Creepypasta hat dazu schon Videos gemacht, Mythenakte. Ich weiß nicht mal, wo die steht, aber das ist eine Schaukel, die hat das häufiger, das Phänomen. Und das Krasse ist, derjenige, ich glaube, das ist er hier sogar, geht einfach mal da, unten steht jetzt sein TikTok. Er hat das sogar auch mal gesagt, es war kein Wind, zumindest
an den Tag, wo er das aufgenommen hat. Es war halt kein Wind da, ne? Gut, was könnte es sein, ne? Gibt es da kleine Nachbeben? Gibt es da irgendwie Erdbeben in dem Gebiet? Weil es komisch ist, ich glaube, der hat das sogar, die Schaukel mal in irgendeinem Video sogar festgehalten, dann hat die natürlich aufgehört. Aber sobald er davon abgelassen hat, fing es sofort wieder an, ne? Der hat einen Baseballschläger in der Hand. Wisst ihr, was ich mir gerade gedacht habe? Allein schon hier mit Hypercam 2, mit der unregistrierten, ne? Ich dachte, okay, das ist jetzt ein Video, ein Home-Video, ein echtes Home-Video. Ich habe echt so viele Filme gesehen und ich bin auf kuriosen Seiten. Und sie geht jetzt ins Bad oder in die Küche und kommt mit dem Gegenstand wieder raus. Und das ganze Kleid ist voller Blut. Ich habe jetzt gerade einen ganz anderen Film gesehen, ne? Aber naja, ich sollte echt mal meine ganzen Seiten... Und nein, ich sage euch das nie, aber also wie die Seiten heißen, aber ich sollte echt die mal sein lassen, ne? Ich habe ja noch nicht mal mehr Vertrauen zu Kindern. Das könnt ihr aber verstehen, wenn ihr solche Videos gesehen habt. Margarita. Nee, ich muss wirklich sagen, das Lied war das Beste vom ganzen Video. Tolles Lied, gefällt mir. Und die anderen Sachen, gut, die habe ich ein bisschen zu viel reininterpretiert, aber es gibt halt wirklich einen Film, ne? Also Paranormal Tokio. Den kennen so viele nicht. Also nee, ich glaube, hieß der Paranormal oder Paranormal Activity Tokio? Ich glaube, der heißt Paranormal Activity Tokio. Ich kenne richtig viele Leute nicht, aber ich fand den, wenn man so auf trashige, billige Filme steht, und das ist Paranormal Activity nun mal, kann man den sich einmal geben. Ne? Kann man sich den wirklich einmal geben. Und wie schon gesagt, hier habe ich ein ganz anderes Bild gehabt. Frag mich bitte nicht, wieso. Ich habe ja mal ein Video mal geteasert. Also besser, nicht geteasert, sondern geleakt, dass ich unfassbar gerne mir Mordfälle, Akten zum Beispiel durchlese, Autopsieberichte und so weiter und so fort. Und ich kenne halt so ein Video und wie schon gesagt, dann kommt die Tochter sogar mit Stückchen Haare wieder zurück. Ne? Also, das muss ich glaube jetzt auch. Also, und das Kleid war, das war rot. Ne? Also die hatte nichts Weißes an. Ich glaube, das war vorher irgendwie gelb oder so oder blau, ich weiß nicht mehr, aber zumindest hat es dann noch eine andere Farbe gehabt. Ja, erschreckt habe ich mich jetzt nicht, schade aber auch. Also wenn das jetzt so hier in dem Video passiert, genau was ich gerade gesagt habe, da hätte ich gesagt, okay. Aber na gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt, guckt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.